Wir versuchen, immer weiter zu gelangen. Das liegt in der Natur des Menschen. Dass ein Wikinger auf einem Schiff nach Neufundland segelt und nicht weiter, wäre einfach dumm. Ich denke, dass sie bis New York gesegelt sind. Vielleicht sogar bis nach Florida und Mexiko. Als er in den Hafen von New York einläuft, ist sich Gunnar sicher, dass dieser Ort einer der in den Sagen beschriebenen Plätze ist. In den Sagen ist auch davon die Rede, wie die Wikinger auf die Einheimischen trafen und abfällig über sie redeten. In den Sagen wird erzählt, dass die amerikanischen Ureinwohner an einem Tag mit den Wikingern Handel betreiben, rote Stoffstreifen und eimerweise Milch gegen Felle tauschen und am nächsten Tag wütend zurückkommen und nicht mal reden, sondern gleich anfangen zu kämpfen. Heutzutage wissen wir, was da passiert ist. Die Ureinwohner sind nach Hause gegangen und haben die eingetauschte Milch getrunken. Und da sie ein Volk der Jäger und Sammler waren, vertrugen sie keine Laktose. Die meisten konnten die Milch nicht verdauen und glaubten, man hätte sie vergiftet. Ich glaube, dass Milch eine Rolle dabei gespielt hat, warum sich die Ureinwohner und Wikinger nicht gut verstanden haben. Doch der Handel war wohl wichtig genug, um die Wikinger in der Gegend zu halten, trotz der unglücklichen Begegnungen mit den Ureinwohnern. Es ist überraschend, dass Milch die stärkste Waffe der Wikinger war, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich für ihre Gewalttaten berüchtigt sind. Ein friedliches Nebeneinander war nicht möglich. Den Wikingern fehlten die überlegenen Waffen und sie wussten, dass sie den Kampf verlieren würden. Aus den Sagen lässt sich unschwer erkennen, dass die Wikinger Angst vor den Ureinwohnern hatten. Sie waren den Einheimischen zahlenmäßig um Tausende unterlegen. Mit einer Handvoll Leuten kann man keine neue Siedlung errichten. Man braucht Hunderte, aber die konnten sie nicht entbehren. Die Wikinger versuchten möglicherweise bis zu 40 Jahre lang in Nordamerika zu bleiben. Zwar ist in den Sagen nur von 5 Reisen die Rede, doch es gibt Grund zur Annahme, dass mehr Schiffe die Küsten entlang gesegelt sind. Die Bewohner Grönlands sahen sich zudem einem neuen Problem gegenüber. Das Klima wandelte sich zum Schlechteren, die Bewirtung des Landes wurde immer schwieriger. Lange Zeit galt die Theorie als gesichert, dass die Nordmänner wegen des Klimawandels aus Grönland verschwanden. Wissenschaftler stellen diese Theorie auf den Prüfstand. Eine von ihnen ist Naja Mikkelsen. Es gibt viele Theorien dazu, warum die Nordmänner aus Grönland verschwunden sind. Eine besagt, dass sie durch Überweidung und Landschaftskultivierung schwere Erosionen verursacht haben. Wir wollen sehen, ob wir diese Theorie bestätigen oder widerlegen können, indem wir nach starken Sandablagerungen und Oberflächenerosionen suchen. Naja meint, dass wenn Erosionen eine Rolle gespielt haben, sich nahe der Wikinger-Siedlungen auch Hinweise finden lassen würden. Spezielle Geräte liefern erste Anhaltspunkte. Für die Wissenschaftler ist es sehr wichtig, zwischen Naturerscheinungen wie durch Gletscher ausgelöste Erosionen und durch Menschen verursachten Erosionen zu unterscheiden. Schicht für Schicht können Naja und ihre Kollegen erkennen, welche Erosionen es von den umliegenden Feldern gegeben hat. Die Nordmänner waren gute Bauern. Im Sommer zogen sie mit ihren Tieren zum Grasen in die höher gelegenen Regionen, damit das als Winterfutter benötigte Heu auf den besseren Weiden im Tal wachsen konnte. Hat das Grasen dennoch die ökologischen Grenzen überschritten, als sich das Klima änderte?
Naja konnte die gesuchten Sandablagerungen jedenfalls nicht finden. Das weist darauf hin, dass die Nordmänner nicht die Ursache für Oberflächenerosionen waren und dass ihr Niedergang nicht durch Überweidung und Landschaftszerstörung verursacht wurde. 1000 Jahre später werden die alten Wikingerhöfe wieder genutzt. Doch heutzutage betreiben die Inuit hier Landwirtschaft. Auf Land, das einst die Wikinger kultiviert haben. Die jungen Leute Grönlands haben meist Inuit-Abstammung und wollen mehr über die Geschichte ihres Landes herausfinden. Schließlich teilen sie als Ureinwohner Grönlands einen Teil ihrer Geschichte mit den Wikingern. Oft wird auch diskutiert, ob es zwischen den beiden Gruppen Spannungen gab, die dazu geführt haben, dass die Wikinger dieses Land aufgaben. Genau wie sie ihre Siedlungen in Nordamerika aufgeben mussten. Auf einem alten Hof der Nordmänner erhalten die Studenten neue Erkenntnisse über den Alltag in Grönland. Jeder Knochen, der in der Nähe der alten Häuser gefunden wird, hat eine Geschichte zu erzählen. Das bringt die Wikingerkultur und die heutige der Inuit einander näher. Langsam wird die Geschichte der letzten Tage der Nordmänner in Grönland lebendig. Wir haben Anzeichen dafür gefunden, dass Knochen fein zerkleinert wurden, um Knochensuppe zu kochen. Man hat sich Mühe gegeben, das Letzte aus den Knochen herauszuholen. Wir graben an mehreren Stellen im westlichen Siedlungsgebiet. In den obersten Schichten der Hausböden finden wir zerkleinerte Hundeknochen. Manchmal sind sie zernagt. Die Nordmänner haben normalerweise nicht ihre Hunde gegessen. Doch es sieht so aus, als sei am Schluss genau das passiert. Ein Beweis dafür, dass am Ende der westlichen Siedlung Schreckliches passiert ist. Die Hungersnot forderte ihren Tribut. Wer weit weg in Wienland in Nordamerika starb, wurde zur Bestattung nach Hause nach Grönland gebracht. Als Christen mussten sie in geweihtem Boden beerdigt werden. Ich gehe hier auf einem dieser Orte. Wir glauben, dass es eine Kirche gewesen ist. Links von mir ist der Friedhofszaun und rechts die Ruine. Doch um sicher zu sein, müssen wir Ausgrabungen vornehmen. Wenn wir ein Grab mit einem Skelett finden, wissen wir, dass hier Menschen begraben wurden und dass wir auf eine Kirche gestoßen sind. In Kopenhagen arbeitet Archäologin Jette Arneborg mit dem Arzt Nils Lönnerup vom Panum-Institut zusammen. Jette hofft, dass seine Analyse Licht auf die letzten Tage der Wikinger in Grönland werfen kann. Eine Analyse von Zahnschmelz bietet Antworten. Aus den Sauerstoffisotopen der Zähne geht hervor, dass sich der Klimawandel, von dem wir aufgrund von Eiskernbohrungen wissen, auch auf die Menschen ausgewirkt hat. Die Knochen weisen Symptome von Infektionen auf. Außerdem wurden die Menschen kleiner, vielleicht infolge von Unterernährung. Was darauf hinweisen könnte, dass sich die Lebensbedingungen im Laufe der 400 bis 500 Jahre in Grönland verschlechtert haben. Die Knochenanalysen geben Grund zur Annahme, dass das Volk seine Ernährung umstellen musste. Sauerstoffisotope in den Knochen können den Ursprung der Nahrung erklären.